So, Hallöchen auch an YouTube. Ihr habt was verpasst, nämlich diesen Stream. Vielleicht schaltet ihr irgendwie im Laufe des Streams noch ein, obwohl, ja doch, könnte theoretisch möglich sein. Wenn ihr Zeitreisende seid, wäre es auch möglich, aber wir haben nichts verpasst. Wir sind Connor und wir sind wieder im Park und es regnet. Genau wie heute hier bei mir. Wir touchen wieder alles an, genauso wie beim letzten Mal. Und wir haben beim letzten Mal irgendwas hier übersehen. Das möchte ich mir diesmal auf jeden Fall gerne anschauen. Wir haben nämlich dieses Touchpanel hier, das haben wir letztes Mal gefunden. Aber es gab noch irgendwas anderes, was wir sehen konnten. Deswegen haben wir keine 100% bekommen, was mich sehr geärgert hat. Hier glaube ich das mal, deswegen mal hier andersrum. Kamera ist wieder mein bester Freund heute. Diese Schirme, die der Connor hier hat, die mag ich ja gar nicht. Ich habe lieber so Knöpfe. Mir ist das viel zu unbequem, diesen Schirm mit mir umzuschleppen. Nein, ich glaube nicht, Yusei. Du hast, glaube ich, alle Streams gesehen. Glaube ich. Sonst müsstest du noch mal kurz auf meinen YouTube-Kanal gucken, ob da irgendwas ist, was du verpasst hattest. Der letzte war immer halt ein... Ich meine ja, mit den Tauben das. Wir haben aber das Kapitel abgeschlossen. Genau, das letzte muss, glaube ich, gewesen sein, wo wir auf der Flucht waren. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Sie steht im Regen und will jetzt doch den Schirm oder stand sie gar nicht im Regen? Ihre Haare sitzen auf jeden Fall. Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Ich konnte ihn festnehmen? Ach ja, wenn ich den einen geholfen hätte. Pragmatisch. Ich stimme zu. Vielleicht bin ich für diese Aufgabe nicht geeignet. Vielleicht sollten Sie mich lieber austauschen. Konntest du etwas herausfinden? Wir haben wieder etwas nicht... an den Wänden haben wir eigentlich gar nichts rausgefunden. Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Das RA9, aber... Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Hilft uns aber nicht. Was noch? Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Ich weiß nicht, ob ich von der Rettung erzählen soll. Ich glaube nicht. Sie verbessert ist nicht sich. Gut. Ich habe mehr Verständnis für ihn und er gewöhnt sich an meine Anwesenheit. Ich glaube, das würde ihr nicht gefallen, wenn sie hört, dass wir ihn gerettet haben und dafür den Abweichler entkommen Uns haben lassen. Es bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Wenn jetzt nochmal Anderson. Wo sitzt er? Ah ja, der war Anderson. Bildlich den Müll getrennt. Genauso gehört sich das. Also die Minilex. Ich habe extra den Router neu gestartet eben. Ich weiß nicht mehr, woran es noch liegen könnte.
ist. Kannst nicht erkennen, was da in seinem Auto liegt. Könnt ihr was erkennen? Der überhaupt irgendwas? Ist alles okay, oder? Ich schaue mich erstmal um, bevor wir reingehen. Nass sind wir sowieso schon. Noch Wasser werden wir nicht. Steht auch noch Müll. Mein Gott, wie viel Müll produziert der denn? Nach vorne schon seinen Müll stehen. Oh. Ach cool, hier geht ein Bewegungsmelder an, wenn ich da langlaufe. Sehr lustig. So, dann klingeln wir mal. Oder klopfen. Ja, klopfen ist auch okay. Lieutenant Anderson! Oder doch klingeln. Oder wir warten noch einen Moment. Voreilig sein. 3, 2, 1. Okay, genug gewartet. Jemand zu Hause? Wow, der hat eine unangenehme Klingel. Nochmal klingeln. Alter. Ich dachte, meine Klingel wäre unangenehm, aber die ist nochmal eine Spur härter. Oh, sein Hund. Ah, ein Bernhardiner. Ja, genau. Den haben wir ja schon, das haben wir ja schon Sherlock Holmes-mäßig erkannt, dass er einen Bernhardiner hat. Oder zumindest jemanden kennt, der einen Bernhardiner hat. Und ja. Den Hund zumindest ab und zu besucht, denn sein Stuhl war ja voller Bernhardiner-Haare. Der Laptop ist noch an. Oder was auch immer das ist. Ich glaube, es ist ein futuristisches Ding. Der Hund wieder. Der Hund hält Wache. Und fast... Oh. Hank ist ohnmächtig und der Hund liegt einfach da. Lieutenant Anderson! Wieso liegt der denn da auf dem Boden rum? Geht's dem gesundheitlich nicht so gut, oder? Sumo, ich bin dein Freund. Ich weiß deinen Namen. Ich weiß deinen Namen. Ich will den Besitzer retten. Der arme Hund. Stimmt gar nicht, was los ist. Er hat zu viel gesoffen einfach nur. Lamb, schottischer Whisky. 40% Alkoholgehalt. Oh, eine Knarre hat er gehabt. Eine Kugel übrig. Hat er hier russisches Roulette gespielt oder was? Von Alkohol. Ja, sag bloß. Sag jetzt nicht, er hat sich auch noch voll gekotzt. Nee. Leichte Arrhythmie. Lieutenant! Deine Nachbarin hat also eine Klingel. Oh Gott. Vor allen Dingen besonders schlimm, wenn man sie bis in deine Wohnung hört. Aber du hattest ja sowieso erzählt, Lieutenant. Deine Nachbarn wären was lauter. Ich bin es, Connor! Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl auflüchtern. Ich muss sie warnen. Was ist los? Das wird nicht angenehm. Verpiss sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Danke im Voraus für ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, Gefäß von ihr. Der Lieutenant ist nicht so gut drauf. Hey, ja, ja, hey. So, was? Guter Hund. Oh, ich komme hier selber kaum um die Ecke. Ich glaube, ich muss kotzen. Ja, das befürchte ich auch. Ich habe schon befürchtet, du hast dich schon eingekotzt, aber... War alles gut, glaube ich. Ja, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich gehe nirgendwo hin. Ich gehe nirgendwo hin. Hast du nicht gerade gesagt, du musst kotzen? Was hat er da stehen? Ein Grumpy? Erinnert er sich daran, dass er ein Arsch sein muss? Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten.
bringt doch gar nichts. Will er den jetzt hier kaltes Wasser? Gott. Das bringt doch gar nichts. Was zum Teufel machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Er ist zuerst in die Bar gefahren, das ist auch geil. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Warte. Vielleicht geben sie den Fall ab. Jemand anders. Ja, es wird nicht mehr lange dauern, Yusei, bis er was in den Mund nimmt. Kennen wir schon. Alles andere ist dir egal, hä? Hören Sie, Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Ah, da ist der Hank direkt am Start, wenn er Sexclub hört. Direkt hellhörig. Ah, ich geh noch ein bisschen schnüffeln. Was ist denn hier aus, ey? Der Hund sich selbst bedient oder wieso liegt das ganze Futter da auf dem Boden? Wir müssen ihm jetzt nicht noch das Fenster ersetzen. Bekommt ein Android eigentlich Gehalt? Wahrscheinlich nicht, oder? Wer ersetzt jetzt dieses Fenster? Haftet die Polizei für mich? Für alle Sachen, die ich so anstelle? Oh, es läuft zur Abwechslung mal Basketball, kein Eishockey. Was, Sumo? Ich würde gerne streicheln. Wie groß der ist. Der sieht sogar größer aus als ein echter Bernhardiner. Irgendwie groß wie ein. Sieht aus wie ein halbes Pferd. Erfahrung damit, Nico. Das kaltes Wasser hilft. Ja, das hilft für einen Moment, klar, aber du wirst ja deswegen nicht... Wenn du halt so besoffen bist, dass du nicht mehr laufen kannst und der konnte nicht mehr laufen gerade eben, dann wird dir ja auch kaltes Wasser nichts helfen. Es gibt gar nichts zu schnüffeln in seiner Wohnung. Tippe, der Synchronsprecher dürfte seinen Spaß bei der Szene gehabt haben. Stimmt. Was möchten Sie anziehen? Als ob den das interessieren würde. Es ist alles hässlich. Streifig nehmen wir dann mal hier. Ist auch nicht besonders schön, aber besser als Hippie. Und dieses Ding in der Mitte war ja wohl mega hässlich. Connor könnte ihn mal einkleiden. Der ist wenigstens vernünftig gekleidet. Jetzt nicht unbedingt mit Schlips in den Club gehen würde. Was für ein Club das ist. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Nur gib mir 5 Minuten, okay? Ich sollte erstmal duschen gehen. Und zwar richtig, nicht nur mit Wasser. Boah. Okay. Ach, jetzt können wir rumschnüffeln, oder was? Och nee, jetzt habe ich eine Fliege hier. Also hier, echt. Frag ihn mal. Was wollten Sie mit der Waffe? Seht ihr? Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengeklappt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte sie getötet. Legt jetzt wieder dahin. Was hältst du von aufräumen, Connor? Uns beeilen. 5
Minuten wirklich 5 Minuten sind. Wir hier noch ein bisschen rumschnüffeln. Das mit dem Fenster tut mir leid. Ich dachte wirklich, sie wurden überfallen. Natürlich wird Cyberlife für den Schaden aufkommen. Cyberlife kommt dafür auf, okay. Leckeres Essen. Ole Anderson. Ja, sowas dachten wir uns ja schon. Oder wussten wir das vielleicht sogar schon gar? Ich weiß es gerade gar nicht, ob wir das sogar wussten oder ob ich mir das für mich nur dachte. Ah, Mist. Ich bin noch ein bisschen rumgeschnüffelt. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Hi, hi, von weg. Oh, ist schon vorbei, das Kapitel. Oh, nö. Wir haben wieder nur die Hälfte gefunden, als wir auf Hank gewartet haben, weil der viel zu schnell war. Oh, das nervt. Oh, und da haben wir auch... Wir haben am Haus nicht alles gefunden. Na, wahrscheinlich hätten wir nicht sofort einsteigen sollen durch das Fenster, sondern da war wahrscheinlich noch irgendwas in der Ecke. Aber naja, wir spielen ja sowieso nochmal einen zweiten Durchlauf. Dann werden wir das beim nächsten Mal erfahren. 6. November 2038. Wir sind mit Fräulein Sexbot unterwegs. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Also, das ist zumindest meine Vermutung, dass sie das mal war. Zumindest hat sie ihre, wenn sie es war, ihre Kleidung seitdem noch nicht gewechselt. Kann ich mich hier irgendwie umschauen, oder? Ich laufe denen mal besser nach, sonst verkacke ich nachher noch irgendwas, weil wir irgendwie erwischt werden, weil es zu lange gedauert hat, weil ich wieder zu neugierig war. Sie dürfen uns nicht sehen. Wer denn? Laufen hier Leute rum oder was? Ich sehe gar keinen. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Ja, ne? Sie hat nicht so wirklich die geeignete Kleidung, um hier jetzt so eine nächtliche Aktion, vor allen Dingen im Regen, zu machen. Mit der kurzen Hose. Sie holt sich noch eine Blasenentzündung. Frauen holen sich doch, obwohl sie ist ein Android. Sie holt sich bestimmt keine, kann sich bestimmt gar keine Blasenentzündung holen, oder? Kann ich hier nicht hoch bei denen? Doch. Das ist ein Weitersprung. Auf? Wo ist sie denn? Folge North, Folge Simon. Okay, wir folgen mal North. Ist eigentlich... Ist es die Tochter von Kanye West, oder? Die heißt doch auch North. Northwest. Das ist ein selten dummer Name. Unterhalten die sich irgendwie über so eine Art Funk? Oder die klingt so komisch, wenn sie spricht, so robotisch. Gibt es das Wort robotisch? Aber es klingt trotzdem so, als wäre sie direkt neben mir. Ist alles wieder normal. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg.
Ich mach das. Oh, jetzt kommt schon voll die Superhelden-Avengers-Aktion. Ist das eigentlich hier seine spezielle Fähigkeit mit diesem Vorkonstruieren oder kann das jeder? Würde bemerkt werden, okay. Hoch. Eigentlich hier oben drauf, oder? Oh, ist es auch wieder zu hoch? Weil du zu langsam bist. Dann auf die Drohne, oder? Oh, ich habe immer eine Chance von 50-50 und liege falsch. Cool. Und dann mit der Drohne weiterfliegen, das wär's. Schon. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Yeah. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Jetzt. Shopping for free. Kann ich mich selber hier auch noch irgendwie ein bisschen umschauen und für mich shoppen? Oder? Mein Ziel? Ich suche die Kisten. Ah, okay, die Kisten. Da habt ihr mich gerade nicht drangelassen, ihr Schweine. Fällt noch irgendwas? Rotisch gibt es eher als streifig. Streifig entstand bestimmt beim Übersetzen. Zeit fürs Looten, genau. Ihr betretet unbefugt Privatleben. Oh, aber das ist auch ein Android. Können wir den nicht irgendwie hacken? Eure Abwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Tja! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Wache umbringen. Oh shit, wir haben... Nein! Scheiße! Was macht ihr da? Ich sagte doch! Das ist nicht gut. Das war jetzt nicht so gut. Ja, da würde ich auch gucken. Ich finde interessant, dass Josh irgendwie nichts macht. Hä? Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Hä? Und Josh ist jetzt einfach... Oh ja, okay, dürft jetzt hier alles klauen, oder? Hat er jetzt irgendwie vergessen, dass es er seine, dass seine Aufgabe ist, hier der Wachmann zu sein? Ich dachte, ich würde das erstmal durchspielen, das Szenario mit dem Typen, dass ich den umbringe. Dann tötet er den einfach direkt. Oh Gott, ey. Egal, wir spielen es ja nochmal. Die größere Kiste. Welche ist denn die größere Kiste? Machen wir ja jetzt mit Josh. Bleibt er einfach in der Ecke stehen, oder was? Josh jetzt einfach so angewurzelt ist, das verstehe ich nicht ganz. Wahrscheinlich irgendwie ein Trauma oder so jetzt. Hell ich bei dem immer, ich habe gar nicht so in Erinnerung. Oh. Stärkung für uns. AP 700. Komm schon, befreien. Ist eh falsch. Oh oh. Die verbinden sich irgendwie nicht mit uns. Normalerweise ändern die immer so die Haut, oder? Wenn die sich berühren, aber der nicht.
Keiner sagt ein Wort. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Oh. Ist jetzt Angst, was? Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Natürlich nehmen wir den mit. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Mitnehmen. Sie kommen mit uns. Oh, North mag es gar nicht. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wir machen das. Wir sind Marcus, wir können alles vorberechnen. Das ist safe. Das ist eine ganz einfache Sache, haben wir doch eben gesehen, wie safe das ist. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Stiel elektronische Schlüssel. Okay. Okay, Hunde. Echte Hunde. Toll, ich kann nicht vorher reingucken, bevor ich in den Raum gehe. Was ist das für ein Scheiß? Ich kann einfach überall reingehen, aber ich sehe nicht. Im Ernst. Nur reingehen, reingucken. Okay, es sieht eigentlich ganz gut aus, dass man hier einfach die Tür aufmachen kann. Dann hört er mich wenigstens nicht. Wenn ich hier durch die Fenster gegangen wäre, hätte er die wahrscheinlich eingeschlagen. Hä? Wieso ist er jetzt wieder rausgegangen? Hab ich irgendwas verpasst? Weil er die Wachen gesehen hat, ist er jetzt wieder rausgegangen? Ja, das Fenster lässt sich einfach von außen öffnen. Das ist mega safe. Der Laden hier. Fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Ach, die Waffe kann ich ja nicht so einfach nehmen. Oder doch? Kann die einfach nehmen? Ach, okay, ich dachte, die wäre weggeschlossen. Waffe nehmen. Ich will die. Ach, scheiß drauf. Ich muss keinen töten. Schön fallen lassen, Leute. Oh, der guckt böse. Ich wusste es, dass der irgendwas plant. Aber ich bin Quicktime Marcus. Mir gelingt alles. Treten. Der ist erstmal wichtiger. Der andere war noch kurz außer Gefecht gesetzt. Oh Gott, ich töte wieder einen. Oh nein. Oh oh. Okay. Fesseln. Fesseln und abhauen. Die stehen doch gleich wieder auf und dann ist Alarm. Oh. Noch andere Optionen? Wir nicht. Okay, ich komme, Leute. Wir sollten hier verschwinden. Meinst du, ich darf fahren, Yusei? Ich glaube nicht. Hast du ihn? Oh, mein Ohr fängt wieder an zu jucken. Oh, pünktlich zum Stream. Oh. Okay. Doch, ich fahre, Tatsache. Schnell, rein hier.
Cooles Ding. Vollgas. Los geht's. Okay, es ist doch nicht so schnell. Doch nicht so der schnellste LKW. Oh oh. Okay. Ach nee. Wir müssen noch mal reingehen, um das Tor aufzumachen. Oh, hätte man das irgendwie anders gelöst? Oder? Okay. Wieso ist jetzt das Tor aufgegangen? Muss das keiner von drinnen bestätigen? Wofür gibt es diesen Pförtner? War das der Universalschlüssel, den wir da geklaut haben, oder was? Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Ich hoffe nur, dass diese neuen Androiden, die wir mitgebracht haben, nicht irgendwie umgepolt sind oder so und uns später verraten werden. Hat er die getötet jetzt, die Leute? Wieso guckt er so auf seine Hand mit dem Blut? Ist das, weil er bereut, dass wir die Leute angegriffen haben? Markus hat einen Laster voller Teile gestohlen. Okay, es gab drei Möglichkeiten dort zur Auswahl. Machen außer Gefecht setzen. Außer Gefecht setzen heißt ja nicht, dass wir sie getötet haben. Vorher hatten wir immer nur so ein paar Möglichkeiten. Hier hatten wir mal, hätten wir einen ganz anderen Weg einschlagen können. Der wäre dann eventuell sogar in der letzten Szene gelandet, beziehungsweise wir hätten dann gar nicht mehr da hochgekonnt, wenn wir hier unten gelandet wären. Wahrscheinlich, wenn das schief gelaufen wäre. Naja, aber es ging ja alles gut, zumindest fürs Erste. Jericho ist jetzt bewundert uns jetzt. North ist mit uns befreundet, Josh neutral und Simon auch befreundet. Ich bin mal gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Muss echt viele, viele Durchläufe machen, glaube ich, um wirklich die 100% zu erreichen. Das ist auch mit dem zweiten Durchlauf und ich glaube auch mit dem dritten Durchlauf nicht geschafft. Ich glaube echt, dass man das 5-6 Mal spielen muss, bis man hier wirklich die 100% hat. Das ist heftig. Das ist fast ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ja, aber vielleicht lohnt es sich ja. Wir werden es sehen. Erstmal machen wir wie gewohnt weiter. Shot.